Hallo meine lieben Freunde, es ist wieder soweit mit den Engelbotschaften. Heute bringe ich euch den ersten Teil der Engelbotschaften für den Monat Dezember und ich beginne mit dem Sternzeichen Widder. Engel Marchiideel bringt dir folgende Botschaft. Tu doch mal das, was du machen willst und nicht das, was andere von dir erwarten. Tue das, wovon du träumst. Es muss ja nicht unbedingt etwas kosten. Geh doch einmal bummeln und setze dich mal in ein Café. Trinke einen schönen Cappuccino oder eine heiße Schokolade, während du anderen Menschen hinterher schaust. Lass dich mal von fremden Eindrücken berieseln. Deine Devise für den Dezember ist: Befreie dich von deinen Zwängen und nimm dir einmal Zeit nur für dich. Der Stier erhält vom Engel Asmodeel diese Botschaft. Ist dir überhaupt bewusst, dass du den Menschen sehr viel gibst? Man liebt und schätzt deine klugen Ratschläge und deine Ruhe, die du ausstrahlst. Leider bist du immer mit dir unzufrieden, weil du glaubst, nicht genügend auf das Problem deiner Freunde eingegangen zu sein, weil du nicht ausreichend Zeit hattest. Erkenne dich, wie wertvoll du für andere bist, denn deine Devise lautet: Sei nicht so streng mit dir, sondern erkenne endlich, wer du bist. Engel Ambriel begleitet den Zwilling mit folgender Botschaft. Du machst deine Probleme immer mit dir selbst aus. Und das ist nicht gut. Bedenke, du hast Freunde und Kollegen oder auch einen Partner. Und dennoch fällt es dir schwer, das, was dich beschäftigt, mit anderen zu teilen. Doch dein Leben ist kein Zuckerschlecken. Überwinde deine Scheu. Öffne dich und lass dir helfen. Das schwächt dich nicht, sondern wird dich stärken. Deine Devise ist: Dein Leben ist keine Solonummer. Öffne dich und nimm die Hilfe an. Der Krebs. Der Krebs erhält vom Engel Muriel folgende Botschaft. Die Meinung deiner Freunde muss nicht immer richtig sein, nur weil deine Freunde oder dein Chef diese Meinung vertreten. Bleib dir treu und sage nicht, was du nicht denkst. Deine eigene Überzeugung musst du nicht unbedingt verkünden, sondern sie ist nur wichtig für dich. Renne niemanden hinterher und stehe zu dir selbst. Deine Devise ist: Stehe hinter dir und verrate dich nicht selbst. Engel Ferchiel hat diese Botschaft für den Löwen. Warum stülpst du den Zuckerguss über dein Leben, wenn man dich verletzt oder dir wehtut? Rückschläge werden nicht besser, wenn man sie mit Erfahrung betitelt. Du musst auch nichts schönreden. Nein, sondern schau dir deine Niederlagen genau an. Und dann findest du den richtigen Weg. Und so wirst du deinen Fehler daraus einen Gewinn ziehen. Deine Devise ist: Einen Fehler kann man nicht schönreden, sondern mit dem richtigen Weg zum Gewinn werden lassen. Der Engel Hamiel bringt der Jungfrau folgende Botschaft. Wer hat mehr vom Leben? Der, der sich Zeit lässt. Man kann nichts erzwingen, sondern muss alles wachsen und reifen lassen. Bedränge dich nicht und halte inne, denn niemand kann dich hetzen, nur du dich selbst.
was wachsen kann, wird auch größer. Denn deine Devise lautet, erzwinge nichts, was wachsen und reifen muss. Das, meine Lieben, waren nun die ersten Botschaften für Widder bis Jungfrau. Morgen erfahrt ihr die Engelbotschaften im zweiten Teil für Waage bis Fische. Bis dahin, meine Lieben, herzlichst eure Deria.